Wir sitzen reumütig bei unserem Lieblingswohnmobilverkäufer, Händler Lars Wendisch. Der leider keinen Malibu hatte. Genau. Naja, wir wurden ja göttlich dafür bestraft. Nicht von mir, ja, nicht von mir. Nichtsdestotrotz sitzen wir wieder beim Lars und der Lars zeigt uns heute ein schönes Auto. Ich habe schon gerade mal ein bisschen vorgefilmt. Und zwar, wir sitzen wo? In welchem Wagen? In einem S217 Challenger Sport Edition. Zu erkennen auch vor allem an dem auffälligen Außendesign. Du hast es ja bereits schon im Kasten, wenn ich das richtig mit dir gesagt habe. Ja, sieht echt cool aus. Das Fahrzeug ist 6,59 Meter lang, hat, wenn du vielleicht mal nach hinten schwenken würdest, Längsbetten. Ein wunderschönes Bad. Claudia hat da schon mal... Ja, ich habe es gerade schon mal gezeigt. Kann man ja mit der Dusche zum Klappen, klappen, genau. Und dann habe ich das WC. So, und dann... Armadachhaube ist mit drin, serienmäßig Automatikgetriebe, die wunderschön sitzt. Ich rutsche mal kurz rüber, dass man das so erkennen kann. Also richtig schön im sportlichen Design. Mhm. Mit dem Connect-Paket und dem Arctic-Paket ist das Fahrzeug quasi super ausgestattet. Und hat ungefähr nur 2800 Kilo, also ich habe ungefähr 700 Kilo Zuladung. Also das ist Wahnsinn in der Klasse. Ja, das stimmt. Also bei Zuladung ist es mit Kastenwagen ein bisschen problematisch. Mhm. Ist nicht viel da. Und ne? Hier ist wirklich, da haben sich was ganz Neues aus. Das Fahrzeug ist so bloß 2,10 Meter breit, also nicht wesentlich genau, breiter als ein Kastenwagen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Genau. Ja. Nicht wesentlich breiter als ein Kastenwagen und bietet eben viel Komfort. Also ja, das stimmt. Und ich sag mal, das Fahrzeug hat noch einen wahnsinnigen Vorteil für alle, die eins haben wollen, also ein bisschen Eigenwerbung. Bei der Firma Wendischbeer in Frankfurt oder Fürstenwalder Poststraße 102 kann man die bestellen. Und wenn man das jetzt noch innerhalb des nächsten Monats macht, kann es sogar sein oder wird es wahrscheinlich sogar sein, dass das Fahrzeug nächstes Jahr im Frühjahr geliefert wird. Also wir sind eine der wenigen Hersteller bei Challenger, die auch Fahrzeuge liefern können. Zwar keine Fiat-Fahrzeuge, denn auf dem Ford, wie gesagt, mit 170 PS Automatik. Aber wäre möglich. Also für alle, die Interesse haben, Claudia wird bestimmt noch mal unten die Adresse einblenden. Ganz das, sicherlich. Das, ja, ansonsten, ich finde das Fahrzeug super. Ja. Ist eine ganz klasse Alternative zum Kastenwagen. Und ich, welches Automatikgetriebe ist drin? Von? Das ist ein Ford Automatik. Ist 6 Gang, neu? Eine Wandlerautomatik. Die ist mit dem neuen Ford zusammen rausgekommen. Also ja. Mit dem 170 PS Motor ist die Wandlerautomatik mit drin gekommen. Fährt sich wirklich butterweich und wirklich auch sehr schön. Das Fahrzeug gibt es übrigens in zwei Grundrissen. Auch eins noch für die wirklich ganz doll harten Kastenwagen, Freunde, mit 5,99 Meter und Querbett hinten. Da gehen wir auch nochmal rein. Da können wir auch nochmal reingucken, dass wir sagen, ja, ansonsten denke ich mal, spricht das Fahrzeug für sich. Also wer Lust hat, sich sowas mal anzugucken, ihr seid gerne bei uns eingeladen. Ja, also es ist ein schönes Raumgefühl. Ihr habt... unten. Ach, unten ist das. Warte mal. Genau. So, ihr habt richtig tiefe, große Fächer hier. Sehr, sehr viel Stauraum. Ich habe schon mal ein bisschen geguckt. Also im Verhältnis zum Kastenwagen genial, ne? Ja. Hier sind... Schubfach und noch Fächer, drückt noch mal kurz drauf, für Geschirr, Töpfe etc., Küchenutensilien, Kühlschrank, groß auch. Wie viel sieht er? Der sieht groß aus. Das ist so etwas, was ich ehrlich gesagt bei uns wirklich vermisse, der ist ein klein. Der Kastenwagen ist halt, ich meine, ja, der ist, das vermisse ich. Weil euer Kastenwagen jetzt mit 2,08 Meter, glaube ich, was der ist, auch nicht wesentlich breiter ist, ne? Trotzdem habe ich hier ein ganz anderes Raumgefühl. Ne? Das stimmt, ja. Und einen riesengroßen Kleiderschrank für die Dame oder Stauschrank. Also das ist wirklich sehr, sehr groß. Dann habt ihr hier auf der rechten Seite auch nochmal riesen Staufächer. Also du kannst auch dementsprechend mehr mitnehmen.
ein großes Staufach für Schuhe. Ja, eben, das meinte ich damit. Und hier nochmal ein Schuhfach oder etc. Also vom Stauraum her. Cool, wenn du mal richtig zeigst, den Wasserhahn zum Beispiel in der Küche, das ist schon richtig stylisch. Also ja, sieht schick aus. Das ist schön, sehr schön. Auch die Küche ist sehr schön, muss ich sagen. Hell, freundlich. Sieht gut aus, sieht echt gut aus. Das Einzige, wo ich hier ein Problem sehe, ist mit einer Trockentrenntoilette. Kriegst du keine rein, ist eh ein Guss, wa? Nee, ich denke mal, da würde sich wahrscheinlich auch was machen lassen. Ich bin mehr für diese, ich frag mich jetzt nicht, wie die heißen, die mit den Beuteln drin ist, Trockentrenntoilette. Ja, okay, gibt es noch andere Alternativen. Ja, weil so Tedford, ja, würde ich jetzt nicht unbedingt mehr haben wollen. Aber das Bad ist sehr, sehr schön. Hell, freundlich, groß. Wie gesagt, mit dem Schwenkmechanismus habt ihr ganz viel Platz hier. Also, das ist ein schönes Auto. Das muss man wirklich sagen. Sehr schön. Und interessant vielleicht noch, der Preis war ein bisschen über 70.000. Also ist ja auch nicht mehr so häufig, dass es Fahrzeuge in der Preisklasse gibt. Die Wohnmobilpreise sind ja exorbitant gestiegen. Ja. Aber für Preise bist endlich du mehr zuständig, da sollen sich die Leute dann doch schon eher an dich wenden. Weil du kannst sie dann auch besser beraten und ja. So, hier wird geklopft, die Leute wollen rein, das Auto ist begehrt. Wir gehen wieder raus, damit ganz viele Leute sich das Auto anschauen können. So, jetzt sind wir in einer kleinen Variante. Ich möchte euch nur mal ganz kurz ein bisschen zeigen, was sich hier geändert hat. Also hier habt ihr Querbetten. Das ist jetzt der 599 Meter Wagen, aber auch jede Menge Stauraum. Ups. Ansonsten ist alles gleich. Bad auch dieses Schwenkbad, das große, das bei 5,99 Meter, das ist schon echt cool. Hier auch ein großer Kleiderschrank drinne. Hier nochmal ein kleines Fach. Gut, ihr habt jetzt die Bodenplatten hier nicht, ne? Aber ansonsten ist es genau das gleiche wie das andere Auto, was ich euch gerade gezeigt habe. Das ist dann die kürzere Variante. Auch sehr schön. So, wir können natürlich nicht zum Lars Wendisch gehen auf der Messe, ohne einen Phoenix zu zeigen. Genau. Das geht gar nicht. Wir sind hier von S wie Small nach S wie Super gelandet, sind hier in wunderschönen Phoenix MAN Alkoven 8400 BGX. Führerschein der Klasse 2 muss leider sein. Fahrzeug hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 8,8 Tonnen. Ist ausgestattet mit 345 Liter Frischwasser, 230 Liter Fäkalientank, 230 Liter Abwasser. Toilette mit BD-Funktion, Geschirrspüler, Backofen, Kühlschrank, Gefrierschrank. Ja, und noch so ein paar andere Sachen, die der moderne Camper so braucht, sind eben auch hier drin. Also das Schönste ist natürlich wirklich das Chassis MAN, aber wie gesagt, da kommen wir an den LKW dann leider nicht mehr dran vorbei. Ich habe schon draußen gelesen. Ja, mal zum Raumambiente. Also hier hinten habt ihr eine Liegewiese. Nee, das ist vorne. Ach, meine ich ja. Vorne. Entschuldigung. Hier vorne. Das ist der Alkoven. Das ist der Alkoven. Habt ihr eine Liegewiese? Aber sowas von. Hilfe, ist die groß. Das ist ein sehr schönes Zwei-Personen-Fahrzeug. Ich glaube, hier könnten auch noch. Ja, wenn man wollte, aber. Also ich glaube, Vierer würden auch gehen. Kennen sogar fünf. Hat fünf eingetragene Sitzplätze. Ja. Aber dann wird es schon ganz schön kuscheln. Ja. Ja, hier habt ihr die Lounge. Und Küche mit Kaffeemaschine. Küche mit Kaffeemaschine. Backofen. Und Kühlschrank, wo ist der? Hinter mir? Nee, ja, nee. Ach, hier. Ja, der silberne. Ja, richtig großen Kühlschrank. Und schönen großen Gefrierer. Und Eis. Geht das auf? Ja, doch, hier. Cooles großes Eisfach. Kompressorkühlschrank, ne? Ja, braucht man dann auch. Hier ist die Technik. Und gleichzeitig. Sehr aufgeräumt wie. Ganz ordentlich. Man wird von Phoenix gewöhnt. Wahnsinn, ja.
Und ein Kleiderschrank gleich inklusive noch? Genau. Und hinten sind noch zwei. Kleiderschränke? Jo. Wo? Wenn ihr jetzt ins Schlafzimmer. Ah, hier. Links, ja. Hier nochmal ein schöner Kleiderschrank für die Dame. Hier eine schöne große separate Dusche. Natürlich kann man das hier zumachen, dann hat man einen abgetrennten Schlafraum mit Toilette, Bad. Ist schon toll. Natürlich ist das toll, aber ist auch groß und schwer. Und neu. Ja, wunderschön. Schönes Auto. Und so günstig und kompakt. 8,30 Meter nur lang. Möchten wir mal über den ganz günstigen Preis sprechen, über das Schnäppchen? Oder lieber nicht? Steht ja draußen dran, knapp 450.000. Ja. Aber gibt eben für jeden Geldbeutel gibt's eben das passende Wohnmobil. Ja, natürlich. Für jeden Geschmack, für jeden Geldbeutel und ja. Ja, Malibu ist ja auch nicht unbedingt die günstig Marke. Nee. Und hat eben auch ein schönes Wohnambiente. Das war eben bei uns ja auch ausschlaggebend gewesen. Und das hat Phoenix ja auch. Phoenix ist ja auch immer wieder ein Mobil, was mir besonders gut gefällt, weil es halt einfach ein schönes Wohnambiente hat. Wir sind vorhin bei dem Lastrada, der mit Sicherheit ein schönes Auto ist, vorbeigegangen, aber da hast du auch gesagt, der kostet auch 200.000. Dir gefällt es unstrittig, auch ein sehr schönes Auto. Ja. Aber kostet eben auch 200.000. Ja, muss teuer. Ich sagen, okay, ja. Sind es hier zwei Lastrada oder ist es ein Phoenix? Also, ja, also die Preise in dem Reisemobilmarkt, hatten wir ja vorhin schon gesagt, die sind ja explodiert. Das ist, ja. Ist auch für uns als Händler nicht mehr schön. Das ist wirklich so. Aber weißt du immer nicht, was du kriegst. Wenn ich jetzt hier so ein MAN bestelle, warte ich 2,5 bis 3 Jahre, bis der geliefert wird. Und dann kann ich dir noch nicht sagen, was er kostet. Bei dem kann ich dir sagen, was er kostet. Steht der draußen dran. Aber wenn der in 2,5, 3 Jahren kommt, kann ich dir nicht sagen, was der kostet. Na, das musst du auch sehen. Also das ist momentan für beide Seiten nicht unbedingt schöne, weder für die Käufer noch für die Verkäufer schöne Zeiten. So, genug hier einmal. Das finde ich immer gut, dass du es mal ansprichst. Weil man denkt ja immer, die machen sich die Taschen voll und so weiter und so fort. Ne? Aber ich glaube, so ganz einfach ist die Zeit für alle nicht. Nee, ne? Nee. Ich meine, wir können ja sagen, ich habe sonst immer 150 Neufahrzeuge verkauft. Ich kriege nächstes Jahr 50. Also ein Drittel von dem, was ich eigentlich brauche, um meinen Betrieb irgendwo auch am Laufen zu halten. Wirtschaftlich zu betreiben. Ja, das ist ja. Keine einfache Zeit im Moment. Ich meine, wir werden es überleben, das ist nicht das Thema. Aber ich habe auch noch kein, das ist für mich ist das Problem, ich habe kein Ende in Sicht, wann es besser sein soll. Also ich glaube, nächstes Jahr wird es noch nicht besser und danach das Jahr wird es auch noch nicht besser. Weiß man nicht, ja. Ich glaube es nicht. Aber jetzt mal auch ganz ehrlich gesagt, auch bei den kleinen Unternehmen, so wie jetzt, wo wir gerade im Challenger waren, hat sich ja auch schon einiges getan. Also ich meine, da wird auch dran gearbeitet, also am Ambiente, an allem, und die sind halt noch eher lieferbar, ne? Die haben aber, also Challenger sowieso, ist ja sowieso schon immer bekannt gewesen für modernes und zeitgenössisches Ambiente, also die haben nie irgendwie altbacken ausgesehen, also die sind wirklich schon jung und frisch, finde ich. Ist meine persönliche Meinung, auch wenn ich selber nicht mehr jung und frisch bin, aber das ist aber das ist so wirklich meine Meinung, dass das funktioniert, ne? Ja, und aber auch so jetzt von diesem Van, den wir gesehen haben vorhin. Also so ein Zwischending zwischen Kastenwagen, genau, und Teilintegrierten. Und da geht man auch schon sehr auf den Kunden drauf ein. Der Kundenwunsch ist ja doch da. Für schmale Autos ist einfach da, der Kundenwunsch. Und da sind sie drauf eingegangen. Früher gab's das nicht so oft und das finde ich toll. Ich finde das super, weil da hast du so ein Zwischending, ne? Also hat mir auch gut gefallen, muss ich wirklich sagen. So. Also, wir haben jetzt zwei Kategorien gesehen vom Herrn Bendisch. Wollen wir uns noch ein Modelo angucken gehen? Wenn du Zeit hast. Na, dann machen wir das.
dann gehen wir jetzt nochmal zu Morello. Ups, ups. Wenn du Zeit hast, dann gehen wir jetzt nochmal zu Morello.